Verstehst du, in Brooklyn wechselt Geld die ganze Nacht lang den Besitzer. Es ist nur keins, das man schnell mal auf die Bank bringen kann. Aber das ganze Geld muss ja irgendwo landen. Sowas nennt man dann eine Dropbar. Eine beliebige Kneipe, die jede Nacht von den Bossen zum Safe für die ganze Stadt erklärt wird. Du weißt vorher nie, wann dein Laden zur Dropbar wird. Du kassierst einfach das schmutzigste Geld der Stadt. Die Abholer kommen und gehen quer durch die Stadt und keiner sieht es kommen. Und es sieht auch nie einer gehen. Und dann sagen die dir, du sollst nächste Woche die Dropper sein. Oder vielleicht erst nächstes Jahr. Die Sache ist die, du weißt es nie. In der Zwischenzeit mache ich einfach die Bar und warte. Dafür warte ich nicht mein ganzes Leben drauf, dass es anfängt. Weil ich das tue? Aha. Wenigstens hatte ich mal etwas. Ich wurde respektiert. Ich wurde gefürchtet. Wenn ich irgendwo reinkam, haben die Leute sich aufgerichtet. Sie haben sich aufgesetzt, zu mir aufgesehen. Was hast du je gehabt? Und der scheiß Barhocker, an den du die alte Schnäpfe gesetzt hast. Und ihr Drinks spendierst. Und denk nicht, ich wüsste nicht, dass das Absicht war. Das war mein Hocker. Und niemand hat sich auf den Hocker gesetzt, weil es Cousin Marvs Hocker war. Und das hat was bedeutet. Das hat was bedeutet. Eigentlich nicht. Niemals. Es war einfach nur ein Hocker. Es gibt manche Sünden, die du begehst, von denen kommst du nie wieder los. Ganz egal, wie sehr du dich anstrengst. Ich hatte mal etwas. Ich wurde respektiert. Wisst ihr, wessen Kohle ihr hier abräumt? Ich wurde gefürchtet. Ich habe gehört, dass Cousin Marv die Bar gar nicht gehört, sondern so ein paar harten Typen. Jemand hat meine Bar überfallen. Findet mein Geld. Wie viel haben die ihn abgenommen? Alles, was in der Kasse war. Haben Sie gar nichts gesehen? Nee. So ist das Viertel hier, oder? Du bist immer noch im Geschäft. Ich? Ich stehe nur hinter der Bar. Du bist kein harter Typ. Wir alle haben eine Vergangenheit. Das ist ein schöner Hund. Was willst du? Besorg mir mein Geld. 10 Uhr bei dir, okay? Ich komme in Frieden. Wieso das denn? Gibt's Krieg? Das ist nicht gut. Er wird nicht einfach verschwinden. Halt dich fern von ihm. Verstanden? Hast du was Schlimmes vor? Dass wir diesmal nicht wieder hinbiegen können. Ich will, dass du gehst. Du kannst nicht in andere Leute Leben reinplatzen und erwarten, dass sie... Hör zu. So ist das Leben. Menschen wie ich tauchen auf, wenn du es nicht erwartest.